Hallo und herzlich willkommen zur wunderbaren Welt und, der Elfen und Age of Wonders heißt das Spiel. Nummer 3. Genau. Wir sind hier schon ein bisschen weiter. Mal schauen. Wir müssen irgendwie. Können wir hier was bauen? Wir brauchen einen Hafen, ne? Häuser bauen. Nee. Hafen. Hafen gebaut. Hochelfen sind Waldbewohner und widerstehen den meisten Formen der Magie. Sie sind jedoch anfällig für Gifte und Krankheiten. Hochelfen sind hervorragende Fernkämpfer und ihre Bogenschützer. Können wir was bauen von? Ne, geht nicht. Halle der Baumeister. Das können wir bauen. Haben wir schon eine Kaserne? Aha, ohne was war das? Baumwehr. Okay, da haben sie auch schon genug zu tun eigentlich. Zur Resistenzstadt machen? Nein. Nein, Schrein, was brauchen wir noch? Kriegsakademie bauen hier. Und Häuser bauen. So, da haben die auch eine volle Bauliste. Wie sieht unsere Bauliste eigentlich aus? Ah ja, wir können mal ein bisschen das bauen. Dann freigeben, plündern, niederbrennen, auf gar keinen Fall. Eine Kaserne bauen. So. Ist klar. Das können wir nicht machen jetzt. Wir müssen warten. Ich glaube, da beenden wir die Runde immer. Ein neuer Tag bricht heran. Okay, dann machen wir uns mal ran. Ich muss sowas einfallen lassen hier mit meinem Bürotisch hier. Ich habe hier viel zu wenig Raum und ich muss meinen Schuh wieder gerade stellen. So. Mehrstündige Pause gemacht. Das ist jetzt auch schon wieder. Eine Stunde nach Geisterstunde. Ah, Forschung. Dieses Sammelobjekt gewährt euch einen großen Forschungsbonus. Ihr könnt genügen, um das Talent, das gerade erforscht wird, abzuschließen. Vielleicht erforscht ihr auch Augenblick ein neues Talent. Ich möchte euch raten, die einfache Seefahrt zu erforschen. Ihr befindet euch auf einer Insel und werdet das Wasser überqueren müssen. Klickt auf die Forschungstaste rechts vom Anführerporträt in der linken unteren Ecke und wählt ihr Talent einfache Seefahrt. Also klickt auf die Forschungstaste rechts vom Anführerporträt. Aha. In der linken unteren Ecke, okay. So, und dann Ecke forschen. Also irgendwie knarrt hier mein Kopfhörer gerade. Ich habe auch keinen vernünftigen Sound. Was ist denn da los? Was stimmt denn hier nicht? Ja, was stimmt hier nicht? So. Ah, jetzt wird es auch lauter. Jetzt kann ich mich auch besser hören, ne? Die Frage, wie hört ihr mich? Das ist die zweite Frage. Okay. Talente erforschen. Das ist euer Talentbuch. Die aktuelle Seite zeigt die Talente, die ihr erforschen könnt. Dabei kann es sich um eine neue Zauberverbesserung für euer Reich und neue Einheiten handeln. Für die Forschung braucht ihr Wissen. Es,
wird in euren Städten mit Laboratorien und Observatorien produziert. Außerdem in bestimmten Gebäuden innerhalb eurer Gebiete, wie etwa dem Gewölbe des Wissens. Erforscht zunächst die einfache Seefahrt. Okay. Einfache Seefahrt. Fangen wir an. Schließen. Wird geforscht. Ergebnis auswählen. Ergebnis löschen. Zauber brechen, Zauber öffnen. Zauber öffnen, also nee. Beschwerde haben wir immer noch nicht, ne? Wir sind noch beschwören, ne? Merkwürdig, so. Steckt doch nicht so ganz durch. Können wir jetzt diese eine Einheit jetzt mit den Einheiten hier vereinen? Weil die alleine bringt mir so nichts. Also diese. War ja noch zwei. Sind, ne? Ist kein Turm? Nix. Wir haben einen großen Bereich nur. Wir müssen noch ein bisschen weiter forschen, ne? Okay, das war's auch schon wieder mit der Runde hier. Na, kein Fels auf Zack am Ende. Alter, denn was? Ah, die haben schon was geforscht, okay. Sehr schön, dann können wir was Neues forschen, ne? Fortgeschrittene Seefahrt können wir forschen. Genaue Gauner produzieren. Raubzug. Was haben wir denn? Kursatbotschaft. Forschung. Kortisanenbotschaft. Reichsverbesserung. Haltet eine permanente Beziehungsbonus zu unabhängigen Städte oder der sie wohlgesonnen macht. Klasse. Nacht und Nebel. Forschen Nacht und Nebel. Reichsverbesserung. Erhöht die Zauberpunkte um plus 10, sodass sie mehr Zauber pro Runde wirken werden können. Erhöht außerdem die Mana-Kapazität um 100, plus 100, sodass mehr Mana gespeichert werden kann. Schalte Forschung frei, Nacht der Nebel 2. Klassische Schurkenstufe. Speerausbildung. Von verdorbenen Mörder reißen wir seinen Kauner, gewinnen IP um 50% schneller und entwickeln sich mit Erreichen des Goldenen Ordens zu geringeren Schattenpirschen. Geringeren Schattenpirschen. Verstehe ich nicht. Genau. Gauner gewinnen EP um 50% schneller und entwickeln sich mit Erreichen des Goldenen Ordens zu geringeren Schattenpirschen. Verstehe ich nicht. Gut, brauche ich es nicht. Sondern schneller Vorstoß. Kampfzauber. Maschinen sind nicht betroffen. Ersticken. Kann auch wieder ein Kampfzauber. Forschen Gauner produzieren. Reichsverbesser ermöglicht die Produktion des Gauners in Städten mit einem Palast des Schurken. Hochelfen-Gauner. Einheiten freischalten. Ja, den machen wir. Den forschen wir doch. Wo ist unsere Reiterei? Da. Hier noch etwas erforschen. Ja. Ah, siehst du? Höhleneingang. Sundrin, dort ist ein Höhleneingang. Seid in der Höhle vorsichtig. In Höhlen verringert sich die Sichtweite eurer Einheit. Es sei denn, sie besitzen Nachtsicht.
wie die Sturmschwester. Außerdem steigen eure Hochelfeneinheit nicht gerne ins Erdreich hinab. Daher sollten wir Kämpfe dort möglichst vermeiden. Okay. Na, dann noch nicht. Die Musik ist ein bisschen laut. Wird die Musik ein bisschen zu laut? Freisinnige Optionen. Audio. Ich habe nichts gegen Musik, aber die sind ein bisschen zu heftig. So. Oder? Was ist das? Keine Bewegungspunkte mehr übrig. Wie ist es mit einem anderen aus? Kann der sich noch bewegen? Hat der noch Bewegungspunkte? Ja, auch keine Bewegungspunkte mehr übrig. Ja, nein, Quatsch. Runde Ende. Und rüsten, ne? So. Wie sieht in einer Stadt aus? Sind die auch bald fertig? Ne, die haben noch zu tun. Und das noch? So. Lassen wir dann weiter hier. Ah, Gold. Das ist gut. Ah ja, das ist fertig. Züge verendet und so. Weg betreten. Schauen wir noch auf. Was dazu ist denn? Okay, Runde wenden. Danke nicht mehr, okay. Wie komme ich wieder auf die Oberwelt? Wie kann ich wechseln? Das haben sie uns irgendwie nicht erklärt, ne? Wie kommt ihr zur Oberwelt? Wie wechsle ich zur Oberwelt? Ah, so. Gibt es noch hier? Nein, hier wird noch so. Okay, alles klar. Jupp, dann die hier noch. Das nächste Mal zu erforschen, alles durch, okay. Kommen wir wieder zurück. So. Und die Produktion läuft ja noch, ne? Jupp, also läuft. Sieht hier aus. Also läuft hier auch noch. Ne, kann es ja mal einmal beschleunigen können hier, damit es schneller geht. So, Runde Ende. Ein neuer Tag getan, wunderbar. Dann wechseln wir jetzt mal zur unteren Welt. Ja, wo ist denn? Treten. Sonny, ihr seid vorsichtig. Ihr nähert euch Resistenz statt eures Gegners. Stellt sicher, dass euch eine starke Armee zur Verfügung steht, bevor ihr angreift. Na gut, da greifen wir natürlich nicht an. Gut, fertig. Diese Insel ist von Verderben überzogen. Hochelfeneinheiten verabscheuen das Gelände. Ihr solltet hier vorsichtig sein, weil die Moral eurer Truppen niedrig ist, was sie im Kampf weniger effektiv macht. Okay. Wir betreten die Höhle wieder und gehen wieder zurück.
Sollen wir jetzt verfahren? Okay, man kann hier nochmal hingehen, ne? Das ist aber nichts. Das ist ja nichts. Okay, dann wieder da oben hin. Erstmal kommt die Runde beenden, ne? Ich glaube, ich habe alle Züge gemacht, oder? Ja. Genau. Und dann wollen wir jetzt machen. So, wo öffnen wir das? Dauert so lange. Okay. Ja, Runde Ende. Da, dann wieder draußen. Ja, mehr haben wir hier nicht zu erkunden. Wir sind auf einer Insel. Langgezogen werden sie vielleicht. Ne, das ist auch noch alles. Da könnte man durchgehen. Vielleicht ist da was zu finden. Demnächst. So, der hat seine Züge gemacht. Produktionsliste ist hier noch voll. Und hier produzieren. Resistenz statt machen? Nein. Als Vasallen freigeben? Nein, wollen wir nicht. Was haben wir hier? Eine Kaserne. Haben wir nämlich schon eine Kaserne gebaut? Für die zweite, ne? Schrein bauen. Schrein produzieren. Die Stadt erzeugt zusätzlich. Ja, wir brauchen einen Schrein. Und Lagerhaus. So. Sammelpunkt der Stadt ändern. Sammelpunkt der Stadt. Ja, hier. Okay. So. Wie sieht es hier aus? Produziert immer noch nicht fertig. So. Ich glaube, unser Sammelpunkt ist. Hier. So. Okay, Runde Ende. Möchtet ihr euren Zug beenden? Nach der Runde hier, ja, Zug beenden. Naja, Tag bricht an. Da wollte ich mal erkunden, ob es auch weitergeht irgendwie. Ne, geht es auch nicht weiter. Okidoki. Das ist auch zu Ende. Der war noch einhalten. Alles klar. Dann beenden wir die Runde. Ah, Mann. Ja, die warten schon auf uns. Ich kann jetzt auch nicht mehr viel tun. Es geht noch mehr Sekunden, alles klar. So. So, Kopfhörerkabel, so. Okay. Nee, ist auch Ende. Oh, ihr habt gefunden. Wunderbar. Bei mir. Was kann man also forschen? Wie sieht das aus? Baden produzieren ermöglicht die Produktion des Baden in Städten mit Palast des Schurken. Hochelfen Baden, Stufe 2 Einheiten unterstützen, Langbogen. Langbogen schießen, Nahkampfangriff bezaubern. Schalte Forschung frei. Das ist ein. Oh. Kann man ja mal forschen. Warum denn nicht?
An wie viele fehlen? Wo denn? Ach da. Ja, das ist ja die von mir vor. So. Na, da bin ich dran. Sehr gut, wie sieht's aus hier in der Produktion? Schießplatz, Wachturm. Dann bauen wir eine Steinmauer. Und eine Arena. Tempel sollen wir noch bauen sollen. Ah ja. Kann man hier mal machen. Da ist mal ein Holzwald aus irgendwo. Das ist eine Halle der Baumeister. Zack, das ist auch voll. Alles klar. Es läuft. Achso, warte mal, wir haben hier einen Hafen gebaut. Da müssten wir theoretisch hier rüber können, ne? Probieren wir es mal aus mit der Einheit hier. Ohne Brille. Muss man die Brille zur Seite legen. Ich habe es überhaupt noch mal lieber schon gemacht, aber ich habe mich an das Unscharfe gewöhnt. Dass es die ganze Zeit mit Brille dann mit zu anstrengend wird. So. Genau. Dauert ja eine Runde. Okay, dann haben wir wieder ein bisschen Gold kassiert, das ist gut. Und dann marschieren wir dahin. Okay. Was haben wir denn? Draconia Gauner. Anführung der Armee. Freischau. Was ist das? Zwergengauner. Verbrecher. Elfengauner. Das ist ja widerlich. Manuellkampf. Ich mag manuellen Kampf. Okay. Hindernisse zerstören. Diese Banditen haben eine Palisade um ihr Lager errichtet. Sie ist zwar nicht so robust wie eine Stadtmauer, bietet aber Deckung. Und Deckung muss zerstört werden, bevor wir in der Lage eindringen können. Hindernisse lassen sich mit Nahkampfangriff beliebiger Einheiten zerstören. Okay. Hochelfen Langbogenschützen. Okay. Habe ich die schon gehabt? Schützen besitzen mächtige Fernkampfangriffe, aber sie müssen vor Nahkampfangriffen beschützt werden, weil sie nicht schießen können, wenn sie sich im bedrohten Bereich eines angrenzenden Gegners befindet. Die Reichweite ihrer Angriffe entspricht gewöhnlich der Entfernung, die eine normale Einheit in einer Runde zurücklegen kann. Wenn ihr sie beschießen könnt, töten sie also und versperrt ihnen mit anderen Einheiten den Weg, damit ihr in der folgenden Runde nicht getroffen werdet. Okay. Dann haben wir hier ein Hochelfen-Eingeweihte. Eingeweihte sind freischärlere Einheiten. In dieser Kategorie fallen ganz unterschiedliche Einheiten mit einzigartigen Fähigkeiten, die in einer Armee oft mehrere Aufgaben übernehmen können, da sie meist über Nah- und Fernkampfwaffen verfügen. Ah, schön. Schöne Milch nebenbei trinken. Ja, herrlich. So. Okay, alles klar, haben wir. Gemeinschaftswächter.
Hochelfen-Mannschaftswächter kenne ich gar nicht. Ist eine gnadenlose Pikaniereinheit. Pikaniere richten bei Kavallerieeinheiten und fliegende Einheiten zusätzlich Schaden an. Und sie erledigen allein weniger Schaden durch diese Einheiten. Allerdings sind sie meist schwächer gegen Fernangriff und Infanterie. Sie verfügen außerdem über die Fähigkeit Erschlag. Okay. Alles klar. Wegen sie aber trotzdem. Ja, lassen Sie ihn nochmal vorne bringen. Weil. Da kann ich meine Langbogen-Position bringen. War jetzt nicht so klug. Ne? Ich hatte auch Langbogen. Auch Elfen Langbogen, ja. Eingeweihte, ja, haben wir mal voran. Kann Langbogen dann schon schießen? Hochwerfen, ja, nein. Na, noch nichts. Alles klar. Kann aber eine Zauberei machen, ne? Bewegliches Ziel. Kampfzauber, Einheiten verzaubern. Die Einheit erhält für die nächste Runde. Nö, wollen das ja. So. Haben sie schon mal dezimiert? Ja, nochmal zaubern, wenn ich kann. Zaubern. Ne, das dauert. Wie lange dauert das in der Regel? Ach, da habe ich auch noch eine, meine Kavallerie noch. Ja, ach, scheiße, ja. Arschloch. Ach, der hat vollgestopft mit Fernkampfeinheiten, das ist aber scheiße. Hochelfen-Einhornreiter. Hochelfen-Einhornreiter sind Kavallerie-Einheiten. Kavallerie besitzen ein hohes Bewegungstempo und ist sehr effektiv gegen Schützen. Denn mit einem Sturmangriff kann sie sich von außerhalb der Angriffsreichweite der Schützen in einer Runde den Nahkampf bewegen. Einhornreiter beherrscht zudem das Phasing, mit dem sie sich über das Schlachtfeld teleportieren, okay. Achso, Rechtsklick. Zack. Was ist das? Hoch hier im Langbogen. Schön. Oh, Fernangriff, das ist gut. Alles klar, mehr geht nicht, würde ich sagen. Ja, haben wir so getan. Dann können wir zaubern. Schauen wir nochmal. Ne, können wir noch nicht. Okay, ist da. Ende der Runde. Mhm. Oh, shit.
Aufgestiegen, sehr gut. Und das war's. Die Stadt haben wir für uns entschieden. Hochelfensiedler, dank, dass ihr dieses Gegend sicher gemacht habt. Wir wollen hier eine neue Siedlung gründen. Aber durch die Banditen... was? Banditenversteck war das zu gefährlich. Bitte erlaubt, dass wir uns euch anschließen. Ja, natürlich. Einmal herzlich willkommen. Das ist eine ausgezeichnete Gelegenheit, eine neue Stadt zu gründen. Sandren. Siedler können genutzt werden, um eine ganz neue Stadt zu erschaffen. Eine niedergebrannte Stadt wieder aufzubauen oder an einem Ort eines Forts eine Stadt zu errichten. Wenn ihr eine Stadt auf einem Fort gründet, bilden die Wälle des Forts bestehen. Bleiben die Wälle des Forts bestehen und schützen eure neue Ansiedlung. Okay. Fertig. Jo. Haben wir platt gemacht, würde ich sagen. Können wir die jetzt irgendwie heilen oder so? Nee. Hier können wir sie ja nicht, ne? Entschieden verwaschen. Oh, gut, haben wir, klar. Was haben wir? Bei diesem Versteck wird nach Entdeckung erkundet. Zwergen, Schürfer, Kurzbogen, das Gold verkaufen, Belohnung annehmen. Nehmen wir mit. So. So. Ah, was haben wir denn da? Greifen unabhängige Streitkräften an. Sieg oder Kampf. Ja, oder Kampf. So. Das hier. Nicht. Schade. Okay. Mhm. Ach ja, klar. Feiglinge. Wow. Was ist das für ein Pferd? Wow. Krass. Das ist ätzend stark, das Pferd.
Zack. Ich glaube, das war's. Okay. Oh, das Pferd war jetzt ein stark. Widerlich. Jupp. Ja. Landgut wird nach Entdeckung erkundet. Mhm. Ein Wag. Ja. Alter Kampf, Mann. Ein Kampf nach dem nächsten Kampf, sehr schrecklich. Dezimiert man Einheiten natürlich kontinuierlich. Unabhängig von dem Zug. Oh Mann. Zauberei zur Verfügung? Nein, immer noch nicht. Immer noch nicht. Hat die Government nicht. Hätten. Die hauen ab. Nee, ich war auch von einem Angriff. Aha. Zack. Das war's schon. Okay. Na, war ja nicht ganz so schwer der Gegner. Jupp. Darf nicht mehr bewegen, okay. Eine Stadt gründen. Mit Siedler, Einheiten, die in. Entschuldigung. Die in Städten mit einer Halle oder Baumeister produziert werden können. Lassen sich neue Städte erschaffen. Klick dazu auf die große Taste unter dem Symbol des Siedlers. Der beste Platz für unsere neue Stadt ist dort, wo möglichst viele Ressourcenorte in ein Gebiet geraten. Mhm. Es ist auch möglich, Forts mit Siedler zu Städten aufzuwerten. Dadurch erhält die neue Stadt den Wall des Forts, okay. Okay. Wir bauen jetzt hier eine Stadt, aber weil wir es können. Genau. Errichtet eine Ansiedlung oder baut eine Stadt wieder auf. Die Bewohner gehören dem Volk des Siedlers an. Der Wiederaufbau einer niedergebrannten Stadt sollte 50% ihrer ursprünglichen sowie alle verwendbaren Stadtbauen wiederher und verleiht. Hä? Niedergebrannte Städte stellt 50% ihrer. Achso. Na gut, alles klar. Ort ist gültig. Okay. Nein, ich Abbruch. Jetzt drücke ich einen Abbruch. Bauen, meine Güte. Bauen. Baut er jetzt oder baut er nicht? Hä? Einheit hat Fähigkeit, auf diesen Weltkarte angewendet zu werden. Bauoption.
Geht nicht. Haben nicht genug Ressourcen? Verstehe nicht. Er baut jedenfalls nicht. Gut, kann ich so nicht meint. Vorreiter mit der rüber. Was ist mit der eigentlich? Den haben wir schon. Bla bla bla. Haben wir schon gelesen, was das ist. Und mein Tag. Deswegen jetzt wahrscheinlich nicht. Manueller Kampf. Ist aber nicht ganz erholt. So. Okay. Pinguine. Hat nicht so viel gebracht. Runde zu Ende. So. War schon. Die Pinguine haben wir beseitigt. Ah, da ist er. Da soll eigentlich der Stopp auch nichts mehr im Wege stehen. Sehr gut. Jetzt Stopp bauen. Irgendwie will das noch nicht. Was noch? Achso, ne, ja, gut, da kann man auch ruhig schicken. Aber ich wollte eigentlich die hier haben. So. Die müssen sich erstmal holen. Ja. Okay. Wie sieht es hier mit der Produktion aus? Läuft. Okay. Und hier. Wie? Hä? Was
Ist eine Einheit. Da ist eine Einheit geklickt. Ach so. Bordmauer als nächstes. Belagerung. Badehaus. Hafen. Und Tempel. Angreifen zumindest. So. Huch. Los. Brauchen wir eine Kaserne hin. Laboratorium. Der ist noch nicht. Okay. Warten wir eine Runde. Ja, okay. Das ist super, ich wende. Oh Mann. Mach die Runde. Achso. Leichenflatterei. Forschung, Leichenflatterei. Das hier ist schon. Haltet eine kleine Menge für jeden im Kampf getötete Einheit. Klasse Schurke, Stufe 3. Hauptzüge haben wir noch. Nacht und Nebel. Erhöht die Zauberpunkte und dass die mehrere Zauber machen wir. Mehr Zauber kann nicht schaden. So, und jetzt? Stadtbau? Ach so. Ich will das nicht haben. Jetzt verstehe ich es. Ach man, doof. Mir geht nicht, okay. Mir geht nicht, da kann sich bewegen, okay. Alles gut, alles gut. Kommt schon voran. Gut gemacht, Sondren. Es ist wichtig, neue Städte zu gründen oder zu erobern, weil dadurch eure Wirtschaft wächst und sich eure Produktionskapazität erhöht. Man Scheiß. Da eine neu gegründete Stadt noch nicht über Verteidigung verfügt, könnte es eine gute Idee sein, ein paar Eingeweihte zu rekrutieren. Das sind keine mächtigen Einheiten, aber sie dürfen ein wenig Schutz bieten, bis wir eine Kaserne bauen und stärkere Truppen rekrutieren können. Fertig. Geschafft. Eine Stadt gegründet. Mitgliedereinheiten, alle Baumeister produziert werden können. Lassen Sie sich neue Städte erschaffen. Klicken Sie auf die Taste oder Symbol des Siedlers. Bla bla bla. Genau. So. Was ist das da? Das ist meine. Armee ist in Norden. So. Geschlossen. Ja, dann sind wir hier nicht mehr vonnöten. Dann gehen wir wieder zurück. Hinterlein forschen, das ist ja ein bisschen aufklären. Und nächste Runde. Möchtet ihr euren Zug beenden? Ja. Dort wohnen wir. So. Ist sogar nicht beendet. Ja, Zug beenden, bitte. Kann ich nichts machen? Ich kann nichts machen. Anführer, so. Also mal zurück. Hat auch nie eingesammelt.
Ich verstehe das jetzt nicht. Schönes. Seht ihr, sondern da drüben ist ein Flüchtlingslager. Die Bewohner dieses Lagers kommen gern als zusätzliche Bevölkerung in eure Stadt. Sie haben sich an einem abgelegenen Ort versteckt, der von Bergen umgeben ist. Reitet mit eurer Krähe da. Grimmschnabelkrähe, Fliegeneinheiten sind Kosten, die Bewegung im Gebirge nicht so viel. Zusätzliche Bewegungspunkte wie. Aber ich habe noch keine Krähe. Keine gebaut bisher. Der macht einfach keine Krähen. Zaubert auf jeden Fall keine. Elvins Grab ist ganz in der Nähe. Ich erinnere mich noch gut, das strahlende Lächeln und den grenzenlosen Edelmut eurer Großmutter. Sie verdient nicht, was ihr zustieß. Ermordet genau hier auf dieser Insel. Die Goblins haben sich die Hände schmutzig gemacht, aber sie waren nur Marionetten. Die wahren Schuldigen waren die Menschen. Sie zerstörten den harmonischen Frieden, als sie ins Tal der Wunder eindrangen und euren Großvater in Joich töteten. Den Gebieter aller Schöpfung. Ihre Gier führte die Welt auf diesem Weg und wir Elfen leiden noch immer darunter für dich. Ja, tragisch. Dort ist es, das Grab von Elvin, geschändet und geplündert von den garstigen Goblins. Sie haben kein Recht, diese geweihten Boden zu betreten. Noch immer sind sie in der Gedenkstätte. Bestraft sie für deren Entweihung. Tötet sie alle. Bewegt eure Armee auf das Grab und betretet es. Ja, gut, das ist klar. Erkundet. Diese Insel heißt Aldor und gehört den Elfenhof. Goblins entweihten und ihre unberührte Natur und plünderte das Grab von Elvin, die einst Königin aller Elfen war. Wir sollten die Insel erkunden und selbst nachsehen, was mit Elvin Grab geschehen ist. Dazu können wir Wachtürme einnehmen oder Einheiten zum Kundschaften wenden. Ja, das haben wir schon. Okay. Kann ich fliegen, ne? Ich habe da noch keine Flugeinheiten. Wieso lernt ihr es nicht? Ihr seid sicher, dass ihr den Zauber abbrechen wollt. Ihr erhaltet 0 von 40. Da bin ich nicht sicher. Aber wieso forscht ihr das nicht? Ihr habt einfach nicht fertig geforscht. Aber befindet sich in unserem Gebiet.
Na gut. Kann sich nicht bewegen, okay. Segen, Forschung, Segen, Kampfzauber. Segen die verbündeten Zieleinheiten, was ihr bis zum Ende des Kampfes plus 2, plus 2. Kann ich schauen, ne? Das forschen wir als nächstes. So. Wir wünschen keine Diplomatie der Zeit. Gut, dass es ihn gibt, ne? Süße Story, warum jetzt nicht so dringend? Sieht jetzt aus. Okay. Betreten. Und Kampf. Jetzt werden sie bestraft. Auf jeden Fall. Oh Mann. Widerliche Viecher. Ah, hat an ihn getickt. Scheiße. Trottel. Oh, hat er aufgewertet. Die laufen weg. Das mal. Oh, wohl platt gemacht. Oh, warum die denn? Die Tüte doch.
Arschloch. Können wir doch da gerade drehen, genau. Nee, nein, nein, nein. So. Eine vertraute und doch unbekannte Stimme träumt sich ihrer Weg in eurem Bewusstsein. Enkelin, ich bin stolz auf dich. Stürmische Zeiten stehen bevor, aber du wirst dich wacker schlagen. Hör auf dein Herz, denn die Dinge sind nicht so, wie sie scheinen. Achte auf das Gute in unbekannten Gesichtern und sieh das Böse an vertrauten Orten. Mein Leben endete wegen Verrats in unserer eigenen Reihen. Lass nicht zu, dass dir auch widerfährt. Liebe wohl, mein Kind. Okay, verrate es mal so. Sind Elwins Knochen wieder in Sicherheit? Ich hoffe, dass die Goblin-Bisspuren später Gelehrten nicht zu sehr auffallen. Wir werden Sturmschwestern zum Weihen und verschließen das Grab aus. Wie lese ich für ein Scheiße jetzt? Ich muss die Brille aufsetzen. Dann lesen ist Scheiße. Ich habe mir die Texte nicht vorgelesen, Mensch. So, Brille auf. So, wo haben wir stehen geblieben? Wir werden Sturmschwestern zum Weihen und Verschließen des Grabes aussenden. Ihr seid ganz wie euer Vater, Sandrin. Euer Vater Sandrin. Saridas streckte nie davor zurück, zu tun, was nötig war, um welchen Preis auch immer. An dieser Entschlossenheit und Stärke mangelt es Tannis. Ihr jedoch versteht, dass man schwierige Entscheidungen nicht immer ausweichen kann. Stellt sicher, dass die Goblins nicht zurückkehren können. Beseitigt sie ein für alle Mal. Das hatten wir schon mal, ne, oder? Wenn wir jetzt aufhören, werden sie zweifellos schweren und erneut hervorbrechen. Ganz ähnlich wie die furchtbaren Kräuter, die sie so gern zu sich nehmen. Gnade ist nur verlängertes Leid. Ihr solltet ihnen jetzt einen raschen Tod gewähren. Findet Ekors Hauptstadt und besiegt ihn. Okay, platt gemacht. Elwins Grab freiräumen. Was haben wir? Das muss ja aufhören. Oder? Das haben wir schon gewesen. Belohnung annehmen. Okay, dann gehen wir hier wieder zurück erstmal. Da können wir erstmal nichts tun. Hey, ja. Ihr habt gefunden 60. Das ist gut. Werden wir gebrauchen. Oh, gleich wieder Kampf. Das sieht auch nicht gut aus. Wir sind noch nicht ganz geheilt. Oh, Kampf.
Naja, dann müssen wir ran. Dann müssen wir ran. Das ist ein bisschen zu früh mit dem Kampf, Mann. Das ist nicht gut. Ja. Alle Fernkämpfer. Mann, präzise. Ja, Entschuldigung. Sieht nicht gut aus. Die haben wir noch. Zerstreuen. Lässt euer Kampf ohne eine zufällig verbündete Einheit wieder auferstehen. Okay. Dürfen nur eine Zauberbrunnen am Werk. Achso, da warten wir in der nächsten Runde. Mist. Ist der Einheit aufgeschoben? Sehen die so. Na gut, die machen wir platt. Können wir nicht. Kann man so sonst nichts mehr zaubern? Nö. Nicht gut für meine Elfen. Oh, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Passiert nichts. Was soll mir dieser Zauber bringen? Ich sehe die Sinnhaftigkeit dieses Zaubers noch nicht. Mehr haben wir nicht, das war's. Das war's. Aber knapp.
wahrscheinlich wieder aufstehen lassen. Na, lass auf. Brauchen neue Einheiten. Ich sagen, halten wir nicht zurück mit dir. Dann verbinden wir uns damit. Nein, naja, genau. Hier müssen wir nochmal Soldaten bauen, ne? Das ist ja alles nichts. So. Auch neue Soldaten. Neue Soldaten bauen wir. Die Kaserne noch nicht gebaut. So. Genau, gehen wir auch dahin. Die Stadt baut natürlich mal aus. Kaserne, Holzwall, Lagerhaus, Häuserbaum. Und noch der Baumeister. Und Labor. Zack, wunderbar. Und jetzt war's. Da war schon, dann können wir auch hier einmal kaufen und können die Runde beenden. Ja, das war ein Desaster, danke vorhin. Achso, Wachturm. Achso, okay. Muss aber erstmal hier hin, ich will den Wachturm hier haben. Oh, wieder in den Tag. Hä? Achso, ist zu groß, ich kann nicht. Okay, dann bleibt, muss man warten. Ah, was haben wir denn hier? Sandra aus dem Hause, die Anführungsleiste, das ist die Anführerleiste. Auf der linken Seite befinden sich die Übersicht der Fähigkeiten eures Anführers. Auf der rechten Seite ist das Inventar eures Anführers. Hier könnt ihr euch die Gegenstände ansehen, die ihr auf eure Reise finden und sie ausrüsten. Gegenstände können euer Anführer zusätzliche Fähigkeiten im Kampf. Aha. Anführungsleiste, Anführerstufe, hält er 5 Verbesserungspunkte. Im betreffenden Register könnt ihr diese Punkte für Fähigkeiten oder die Erhöhung eurer Werte ausgeben. Die Verbesserungstaste, ja, zeigt euch, wie viele Punkte hier verfügbar sind. Okay. Ja.
Kann ich was steigern? Ah, ist ja alles gesteigert. Aber nur 2 Punkte. Also, warte mal. Kann doch nichts anfangen. Nicht. Buchdose, Blasrohr. Gewöhnlich benutzen Gegenstände, verschießen Schießpfeiler auf eine feindliche Zähne, Säurepfeile. Aber irgendwie kann sie die nicht nehmen, oder? Verkaufen wir jetzt hier eine abliegende. Nicht. Kannst du nur Platz wechseln? Hat er? Das geht, aha. Aber das geht irgendwie nicht. Nichts mehr da. Okay. Fertig. Mir geht auch nicht. Und? Nee, vergessen. Anstrengend. Ich habe jetzt so diese Einführungsmission, die ist immer schnell gemacht, so nebenbei. Und dass ich jetzt 1000 Folgen draus machen muss. Möchte ich jemanden zubinden? Ja, okay. Ja, und dann beenden wir erstmal auch diese Runde. Ich wünsche euch was. Bis demnächst in Kürze.